wünsche euch einen wunderschönen Dienstagnachmittag. Wir haben jetzt gerade Sonntagmorgen. Wir haben gerade schon alles gepackt, gefrühstückt und so weiter und so fort. Kommst du gucken? Und werden jetzt einmal schwimmen fahren, ne? Den Schwimmring nochmal austesten, ein bisschen Wasser planschen und spielen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon. Und die Kamera werde ich aber hier zu Hause lassen. Ich denke mal, es wird sowieso viel los sein. Und ja, nachher wollen wir eventuell mal schön rumspazieren gehen. Aber ansonsten lassen wir alles mal schön langsam angehen, ne, mein Schatzi? Tutu. Hast du einen schönen Pulli an, ne? Von C&A mit einem Pinguin da. Das ist Mamas Pulli, ne? Ja, Mamis Pulli ist von H&M. Ich fand den so schön damals. Mit der rosé-goldenen Schrift und so. Ja. Jedenfalls, ich habe mir bei Funko mal auch einen schönen neuen Bikini gekauft, in dunkelblau. Das ist auch eigentlich mal einer, der gescheit sitzt, der alles schön festhält und die Hose ist groß genug. Ne, mein Schatz? Ja, gestern waren wir bei im Minto. Da habe ich bei Hunko Möller ein bisschen zugeschlagen. Die hatten da ja Sale. Und ja, wir packen es jetzt mal, ne? Und gehen noch schwimmen. So, wir sind vom Schwimmen zurück. Meine Haare sind schon total schnell luftgetrocknet. Fällt mir mal so auf. Naja, Emma schläft jetzt. Wir haben jetzt 20 vor 1. Ich gehe jetzt eben runter und hole die Wäsche hoch. Und den Fleischwolf, dann mache ich nämlich das Hackfleisch selber gleich für die Bolognese. Und dann gibt es Bolognese-Soße für meinen Mann und für Emma mit Reis und für mich mit Nudeln. Und sonst gehen wir es schön an. Die Sonne draußen scheint, es ist so wundervoll. Hallo mein Schatz. Kuckuck. Mami, lass das Licht rein. Nicht erschrecken. Hallo, mein Engel. Hast du gut geschlafen? Ach, mein Schatz. Mami hat dir dein Bettzeug unbezogen draufgelegt, ne? Ja. Ich hatte alles gewaschen und... Aua. War noch nicht der Trockner fertig, also hast du die Decke so übergelegt bekommen, ne? Passiert nichts. Genau, passiert nichts. Mit deinem Löckchen hier oben. Du siehst immer aus, wenn du geschlafen hast. Ja, anderthalb oder 1:40 hat sie jetzt geschlafen. Mami hat natürlich nicht geschlafen. Ich habe das Hackfleisch durch den Fleischwolf gedreht. Den Rindergulasch hatte ich gekauft. Und durch den Fleischwolf gedreht, das wollte ich euch jetzt ersparen, den Anblick. Was hat Mami noch gemacht? Den kompletten Wäschekorb zusammengelegt. Den werden wir jetzt in den Schrank einräumen, ne? Und dann müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Oh, hier sieht's aus. Ja, ich sollte die Kamera nicht ausschalten, wenn ich sie drehe. Zelt, von innen geht er noch. Da steht der Wäschekorb. Hier liegt überall Kram und Wäsche. Hier habe ich meine Schuhe eben ausgezogen, weil ich immer mittags immer in den Schlaf trage. Und dann war das so laut mit den Schuhen. Die Matte, weil man dann ja nicht brav liegen bleibt beim Wickeln. Und die Wickelkommode sieht auch aus wie Kraut und Rüben. Wie Kraut und Rüben. Was machst du da? Was machst du da, mein Kat? Na, Kamera abräumen, ne? Schnell weg damit. Ja, ja, wo ist die Kamera jetzt hin? Wir holen dich jetzt mal raus, ne? Und räumen den Schrank ein. So, jetzt haben wir mal das Bett gescheit gemacht, ne? Du stehst schon seit Stunden da. Da ist aufgeräumt und eingeräumt, die Ecke. Ich brauche hier unbedingt irgendwie was, wo ich die Sachen reinräumen kann. Die liegen immer so da, weil... Hier im Tipi sind die ganzen Kuscheltiere. Ja, die ganzen Kuscheltiere. Und da will ich so das Spielzeug nicht reinstellen. Also brauche ich da irgendwie eine Box. Da muss mir noch irgendwas zu einfallen, ne, mein Schatz? Und die Bettwäsche ist eigentlich ganz süß.
Die liegt jetzt noch drin. Emma schläft noch nicht mit Bettdecke nachts. Sie ist so schön weich, so Biberbettwäsche eben, ne? Und, hallo. Soll Mami zu dir kommen? Dann erzählen wir so. Das liegt jetzt einfach nur. Also die Kurzhecken schön da drin, ne? Ja. Aus Dekozwecken. Ja. Und wir. Klatsch, klatsch, klatsch. Oh nein, Schatz. Nichts passiert, ne? Wir gehen jetzt kochen, oder? Wir haben alle Hunger. Es ist, glaube ich, schon 3:30. Wird Zeit für Mittagessen. So, Emma war gerade dabei aufzuräumen. Ist schon vorbei. Und ich mache gerade das Essen. Der Reis kocht schon. Das dauert am längsten, deswegen habe ich damit angefangen. Ich kriege gleich was Nudeln. Dann kommt gleich hier. Ich filme euch das Hackfleisch nicht. Ich finde das irgendwie fies. Genau, da kommt dann die Bolognese nachher. Und ich benutze von Just Spices hier dieses Tomatensoßengewürz nachher, wenn das Tomatenmark drin ist. Tomaten, passierte Tomaten, so. Und das Fleischgewürz mache ich halt ans Hackfleisch. Das sind diese Kindergewürze von Just Spices. Und die benutze ich dann für Emma. Und was uns dann nicht reicht, müssen wir halt nachwürzen. Aber lieber so als andersrum. Madame räumt der Arbeiter auf. Ja, und wir kochen dann mal. So, wir sind schon bei unserem Ziel angekommen. Bei den schönen Rehen. Und Amy ist ganz begeistert den Papa am Angucken, ne? Aber auch die Rehe, die schon alle nach hier kommen. Die Süßen. Und es ist so kalt, sage ich euch. So kalt. Läuft die Nase und die Mützen haben wir angezogen. Weil ohne wäre es wirklich sehr, sehr kalt gewesen. Jetzt lassen wir Emmy noch ein bisschen gucken. Sie freut sich nämlich über die süßen Rehe. Und dann gehen wir gleich wieder zurück, bevor es dann nämlich dunkel wird. Ja. Ist auf jeden Fall sehr schön hier draußen. Ja. Den schönen Rehen. Ne? Ja. Ich habe gestern nach dem Spazieren ganz vergessen, nochmal weiter aufzunehmen. Also wir sind nur noch nach Hause. Oh, Emmy ist auch heute schlecht gelaunt. Wir sind nur noch nach Hause, haben Emma um 7 ins Bett gebracht und haben dann noch Harry Potter den zweiten Teil geguckt und sind dann wieder ins Bett. Also ja, viel mehr ist auch nicht passiert und ich sage jetzt auch Tschüss und kümmere mich um Emma.